Und damit hallo und herzlich willkommen hier beim Bäckereisimulator. Ja, ich dachte, das schauen wir uns mal an. Vielleicht könnte es lustig werden, deswegen habe ich hier, hallo, die Facecam mit rein. Wichtig ist, das ist eine Alpha-Demo. Das heißt, so wie das Spiel jetzt läuft, es wird wahrscheinlich noch besser. Es bekommen mehr Features dazu. Jetzt einfach mal rein. Hier haben wir schon unseren Gunnery, den Bakery. Gar nicht drüber nachdenken. Schon einfach mal ins Tutorial rein. So, oh, die Ladezeit ist aber schnell. Das war unerwartet. Welcome to your bakery, also willkommen in deiner Bäckerei. Dein größter Traum ist wahr geworden. Du hast deine eigene Bäckerei eröffnet und du bist bereit, die Stadt mit frischem Gebäck zu überschwemmen. Was auch immer. Los geht's. Es gibt eine Menge Sachen zu tun. Also eine Menge harte Arbeit, die noch vor dir liegt. Erfahrung sammeln, Ruf aufbauen und einfach erfolgreich werden. In der Welt der Bäckereien. Ja. Dann schauen wir mal rein. Das ist das Ordering Board. Jetzt dreht man sich rum und auf einmal klebt einer einen Ordner dahin. 5 Min Bakery, 2 Breakfast Buns. This is how we're going to start your day from now on. In the city, there are plenty of shops that have orders for you. To make experience your more shop you want to cooperate with you. Also es gibt einige Bäckereien oder doch Bäckereien in der Stadt, die brauchen verschiedene Sachen und wir stellen das für die her. Auf der linken Seite, ja. Auf der linken Seite. Okay, steht halt, was die wollen. Okay. Da ist es, wo es hin muss. Zur 5-Minuten-Bäckerei. Ja, das wollen wir. Confirm. Okay. Officer in order, it appears on the order board. Okay. Genau. Economy? Recipe Book, also das Rezeptbuch. Hier sind die ganzen Rezepte. Jetzt im Moment. Right now, momentan gibt es halt noch nicht viel. Aber mit jedem Level bekommt man etwas mehr. Ja, machen einfach Buns. Also Brötchen. You can check the ingredients. Also hier können wir schauen, was da alles reingehört. Aha, also wir brauchen. Okay, kann man das auch irgendwo anheften? Stehen halt die Sachen. Hier, wie lange es gemischt werden muss, Temperaturen beim Backen und so weiter. Okay. Ja, das machen wir. You can choose the number of products. Also wie viele wollen wir machen? 2 Stück. Das können wir sogar tracken. Sehr schön. Das ist halt sehr cool. Also wir... Achso, kann man es hin und her schalten? Okay, dann sammeln wir jetzt mal unsere Ingredients ein. Also unsere... Baking Supplies. Okay. Das sind Sachen, die wir dann haben können. Ja, Mehl brauchen wir. Okay. All the necessary ingredients, you can start preparing in order in the bottom left corner. Okay. Okay. Later in the game, you find more tools. Ja.
Ja, Moment, ich brauche hier jetzt erstmal Yeast. Weizenmehl. Ja, wie hebe ich das denn auf? Also ich brauche 100 Gramm Mehl. Ah. Das ist ja cool, dass es mir sogar das anzeigt. Achso, ich kann sogar die Spoon Size erhöhen, okay. So, dann brauche ich Milk 400. Anderes Wasser. 40, nicht 400. Aber dass das wirklich genau passt. So, was brauchen wir noch? Yeast und Sugar. 4 Gramm. Oh, genauso viel, wie wir brauchen. Und Zucker, wie viel haben wir da? Lass mich raten, 2 Gramm. Mhm. Good job, na, wir können jetzt können wir all die Zutaten mischen. Oh, ich hoffe, ich bin euch. Wobei, ich bin ja leicht durchsichtig. Ich sollte ja nicht im Weg stehen. So, dann hauen wir das hier rein. Ja, kann ich das jetzt. Kann ich die Schüssel irgendwo abstellen? So. Kann ich den Timer einstellen, das wird? So, on the mixer screen, you can track the quality of the dough. Mixer status. Okay. Okay, das ging ja schnell. Ach so. Ist jetzt hier drin? Ja. Okay. Put it down on the... Yin? Achso, die werden einfach mit der Hand geformt. Ja, dann stellen wir das hier weg. Brötchen. Wir wollen Brötchen machen. Was darf da hängen? Achso. Das ist das erste Minigame. Aha. Nee, andersrum. So. Nein! Das war jetzt ein bisschen schnell. So, das muss ich jetzt richtig hinbewegen. Okay. Brötchen sind schon mal transformiert. Now you need to put them in the tray. Okay, dann nehmen wir mal hier die Buns mit. Eins und Nein! Keiner hat's gesehen. Ach, da ist das Tray. Ich kann ein einziges Brötchen nehmen. Wow. Ich bin halt ultra stark. Ich kann ein Brötchen auf einmal nehmen. Finally, it's time to bake the buns. However, here in an old oven, which bakes only... Das war, ja, nur 200 Grad. Ja. Ach so, 25 bis 40 Minuten. Then you will acquire better ovens. Okay, dann machen wir hier mal auf den Ofen und nehmen das Tray, also das Backblech, und legen das mal hier rein. So, und zu damit. Ist. Ja, aber haben wir hier irgendwo. Und? Ah, brauchen noch ein bisschen. Okay.
Sehr schön. So, hier wieder zumachen. Okay, dann. Und. Ach so, ja, ja, stimmt. Ich hab vergessen, dass ich so ultra stark bin und immer nur ein Brötchen auf einmal nehmen kann. Nein. Nein. So, dann nehmen wir das. Wow. Also. Wow. Wow. Video-Delivery? Was? Moment. Video-Delivery? Müssen wir... Hä? Ich wollte nur backen. Ja klar. Wir haben einen Mini Cooper oder was? Ja, was ist denn jetzt los? Auto abgesoffen. Option call for delay gives us additional time to deliver an order. Aber das kommt erst später. Okay, danke. Okay, das ist die Karte. Was für eine Option can we use? Achso, also wenn wir irgendwas sprechen müssen. If you're stuck, you... Okay, okay. Ist das Auto jetzt schon kaputt nach einem Meter? And maybe you can see the street. Deliver to the bakery. Okay, jetzt müssen wir erstmal schauen. Was für eine Stadt sind wir denn? Haben wir Linksverkehr? Haben wir Rechtsverkehr? Ich pieke jetzt aber auch mal hier ab. Ah! Ein Kartenlesen bin ich großartig. Das kennt man ja schon von Thief of Thieves. Sie jetzt Feuerwehreinsatz oder was? Oh, ich fahre zu schnell. Ist das jetzt rot oder? Was ist das jetzt? Das sind ja alle Farben. Ist das jetzt gelb, rot, grün, blau, lila? Vorsichtig, vorsichtig. Einmal hier den Blinker setzen. Kommen wir da so rüber. Ja, aber... Ah, ich hätte auf die andere Spur gemusst. So. Noch ein Stück zurücksetzen. Ja! Das haben wir ja richtig gut gemacht. Ich bin jetzt Babybäcker. Wer packt denn Babys? Herzlichen Glückwunsch. Okay. Cool. Wir haben den ersten Tag schon mal geschafft. Okay, was haben wir denn jetzt? We want to check orders. Ja, klar. Ein Bronzebrett. Ah, das nehmen wir natürlich. So, ich brauche Recipe Book. Bronzebrett. So, wir brauchen Rye. Gut, dass wir wir haben 3 Kilo. Ach so, da unten ist der Spoon. Jetzt sehe ich es erst. 500 Gramm Rye. Dann haben wir Wasser. Dann brauche ich 50 Milliliter Öl. 5 Gramm Yeast. 5 Gramm Salz. Oh, Sea Salt. Kann ich den Sea Salt nehmen? Ja. Und 2 Gramm Zucker. Sehr schön. Pudding Greens into the Mixer. Okay, 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 okay.
Okay, into the Mixer Bowl. Whoop. Und los geht's. Wunderschön. Bisschen unrealistisch, dass man das 20 Minuten oder wie lang? Nee, Sekunden. Sekunden. Ich dachte, das wären Minuten. Ich wollte gerade sagen, wieso muss man das denn so lange? Ja. So, dann nehmen wir das wieder mit. Dann machen wir das hier schön hin und wupp. Und dann machen wir ein Brot raus. Buns, Long Bread. Was für ein Brot ist denn das? Ist das lang oder rund? Das ist rund. So, wupp. Einmal in die Richtung formen. Wupp. Das war falsch rum. Wupp. Das war auch falsch rum. Das ist richtig. Das ist richtig. So, dann nehmen wir das Brot. Ja, einfach so in den Ofen schmeißen. Richtig. Beste Idee ever. So, 60 bis 80 Sekunden. Können wir hier einmal durchfegen in der Zeit? Nee. Ja, noch 19 Sekunden. Was? Also das zeigt nicht die Restzeit an, sondern wie lange es schon drin wird. Ach ja. %99, das ist doch nicht mein Ernst, oder doch? 100%. Sehr schön. Was ist denn mit dem Brot los? So, ich meine, das Ganze geht ja auf Zeit. Das heißt, wir können jetzt nicht so lange Quatsch machen. Was? Da hat einer mein Rezept zusammengeknüllt. Frechheit. Das sieht die. Klar. Ich will ja das Zeug ausliefern. Los geht's! Kann man hupen? Ne, hupen haben wir nicht. So, jetzt aber auf der richtigen Spur. Ich wende krass wie ein LKW. Sehr cool. Oh! Oh! Sauerteig. Wir können mehr in unserer Schale halten. Oh, wir können einen Sauerteig ansetzen. Ah, das sind jetzt die Formen hier. Okay. Ist ja auch nicht schlecht. Müssen wir noch irgendwie die Pflanzen gießen oder sowas? Bäh! Nein. Was bringt diese Boost-Funktion? Ja, falls man es mal eilig hat. von jetzt auf gleich. Nee, ich würde jetzt erstmal Feierabend machen für heute.
Weil dann haben wir nämlich für morgen noch eine Folge. Okay, dann sage ich erstmal vielen Dank beim Dabeisein hier, bei unseren ersten Schritten als Bäcker. Und mal schauen, vielleicht ist das ja der neue Berufszweig, dass wir das hier mit YouTube lassen und eine Bäckerei eröffnen. Ich glaube nicht dran. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.